Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich als Deutscher hier bei euch arbeiten darf. Und ich fahre auch wieder heim. Ich möchte euch ein guter Deutscher sein, dass es einfach im Fernsehen gesagt ist. Ich spiele ein paar kurze politische Wegwerflieder, weil es gut tut, sich in unserem Land bestimmte Dinge einfach wegzusingen, sich einen Reim zu machen auf die Mauscheleien, sonst hält man es nicht aus. Das ist so Balsam für Hirn und Herz. Was man sich derzeit bei uns als erstes von der Seele singen sollte, ist zwingend Ursula von der Leyen, die jetzt wieder öfter in den Krieg ziehen will, allerdings mit einer familienfreundlichen Armee. Was ist das? Eine richtig gute Idee ist die familienfreundliche Armee, wo Kinderglück sprießt, man die Ehe genießt, weil Papa nur noch halbtags schießt. So, schon fertig. Durch. Thema schon. Das nächste Lied, was ich spiele, trägt den Titel Steuerabkommen Deutschland-Schweiz. Das nächste Lied, was ich spiele, trägt den Titel. Nein, es ist falsch. Ich spiele jetzt nicht Who the Fuck is Alice, ich spiele Stresstest. Das ist ein schönes Thema, das geht als Stresstest. Das ist ein Stresstest, ein musikalischer Stresstest. Wie lange haltet ihr das aus? Schauen wir mal, wann blendet sich das Fernsehen aus? Stresstest. Wir hauen alle Themen. Bankenkrise, das geht an. Bankenkrise sind. Ich lebe knietief im Minus. Schulden habe ich viel. Jetzt ist es meine Bank, die mal Schulden hat. Endlich weiß sie, wie ich mich fühle. Haben wir das auch erledigt? Genau. So, wir können auch was Schweizerisches machen. Vielleicht wissen Sie, welches Lied einer Schweizer Band der erste Charterfolg in unserer Hitparade war? Das war dieses hier. Das war. Das ist für unsere Ohren ein sehr seltsames Lied, in dem eher befremdliche Fragen gestellt worden sind. Bin ich Gottfried Stutz, ein Kiosk oder bin ich etwa eine Bank? Und man stand so vorm Radio, nein, du bist doch kein Kiosk. Andere Länder, andere Sitten, komischer Typ, dieser Gottfried Stutz. Nein, es ist, interessant, wie Bilder von fremden Ländern oft medial, als ich ganz klein war, gab es die Schweiz bei uns gar nicht. Gab's nicht. Erst als ich so älter, so 4, 5 Jahre alt war, da hieß es dann, ja, die Schweiz, gibt's da. Da gehen die alten Frauen hin. Die gehen zum Sterben in die Schweiz. Das war so ein geflügelter Satz bei uns. Die gehen zum Sterben in die Schweiz. Aber die kamen wieder. Naja, die sahen schrecklich aus, so sonnengegerbt und so. So kommen die zurück. Da wollte ich überhaupt nie hin in das Land. Und dann durfte ich im Fernsehen, als ich klein war, durfte ich gucken, also so eine Dokumentarfilmserie über die Schweiz. Und das war schrecklich. Das war so kindgerecht gezeichnet, aber schlecht. Ganz schlecht, die grelle Farben und die Leute hatten riesen Augen. Ein furchtbares Bild von der Schweiz wurde da gezeichnet mit Kindern im Rollstuhl und uralten, misanthropen, alleinerziehenden Männern. Das war fassungslos. Ich habe die Heldin von dieser Dokumentation, ich habe die angebrüllt im Fernseher. Ich habe gebrüllt, Heidi. Heidi. Deine Welt sind die Berge? Jetzt erzähl kein Scheiß. Hier oben bist du zu Hause? Das ist schon schlimm. Das sind doch nur so grüne Wiesen. Dunkle Tannen im Sonnenschein. Jetzt mal ganz ehrlich, Heidi. Brauchst du das? Zum Glücklichsein? Hallo, Heidi. Hallo. Das ist schön, das ist super. Die Schweiz hält den dominanten Septakkord aus. Das ist toll.
würde in Deutschland nicht gehen. In Deutschland muss der aufgelöst werden. In Deutschland ist... In der Schweiz ist mehr so... Das haltet ihr aus. Das ist super. Es ist, in Deutschland ist es ganz klar, da wird was beschlossen. Und dann wird es auch gemacht. In der Schweiz wird schon auch was beschlossen. Und dann überlegt man nochmal. Dann können wir essen. Stimmen wir mal ab. Dann überlegen wir nochmal. Und das gibt mir ja auch Hoffnung für den geschissenen Ausgang von der Initiative heute. Dankeschön. Yes, Jochen, so.